Servus Leute, willkommen zu einem Neuzugänge-Video, Lesemonat. Ich glaube, ich mache das einfach mal in einem Aufwasch dieses Mal. Weil eigentlich alle Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe, die sind auch in meinen Neuzugängen zu finden. Also, auf geht's. Ja, das erste Buch, das ich in diesem Monat gelesen habe, das ist von Sonja Kaiblinger. Und zwar Auf den ersten Blick verzaubert. Ja, so sieht das aus. Und ich will euch das auch mal ganz kurz hier vorlesen. Ein kurzer Blick in den Spiegel und Ophelias Welt steht Kopf. Ihr wächst ein Bart. Offensichtlich hat sie die Verwandlungsgabe oder wohl eher den Fluch ihrer Familie geerbt. Dabei hat Ophelia wirklich schon genug Ärger mit dem Chaos, das ihre drei Tanten und ihre Zwillingsschwester Laura damit anrichten. Nun soll sie auch noch beweisen, dass sie ihre Verwandlungen kontrollieren kann. Anstatt also ihren Schwarm Adrian endlich zu ihrer Geburtstagsparty einzuladen, muss Ophelia lernen, die Gestalt des beliebten, aber leider todlangweiligen Cliff anzunehmen und höllisch aufpassen, dass sich bei all dem nicht zu verlieren. Ja, ein Neuzugang. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war fantastisch. Absolut fantastisch. Ja, diese Ophelia, die hat es nicht leicht, denn in ihrer Familie gibt es einen Fluch, eine Gabe, bei dem sich als Zwilling geborene Familienmitglieder verwandeln können. Manche ein bisschen besser, manche eben ein bisschen schlechter. Manche können sich nur in Tiere verwandeln, die nicht sprechen können. Manche können sich in Tiere verwandeln, die sprechen können. Manche können sich mit Hilfe von Gegenständen, die bestimmten Personen gehören, in diese verwandeln. Und manche, so wie zum Beispiel die Schwester von Ophelia Laura, die können sich einfach mit ihrem Willen in eine bestimmte Person verwandeln. Und Laura hat eben diese Zwillingsschwester Ophelia, die bisher diese Gabe nicht gehabt hat, weil man meistens annimmt, dass nur eine dieser Zwillinge oder Drillinge, wie bei den Tanten, eben die Gabe hat. Und jetzt stellt sich heraus, dass eben Ophelia auch diese Gabe hat. Und das fängt eben ziemlich heftig an, denn fängt man da an, sich unkontrolliert in jemand anderen zu verwandeln. Und das ist natürlich, stürzt ihr Leben sozusagen ins Chaos. Hammer. Also ohne Witz, eines der coolsten, tollsten, unterhaltendsten Bücher, die ich seit echt langer Zeit gelesen habe. Liebe Sonja, echt ein Knaller. Ich bin so glücklich, dass ich das endlich mal gelesen habe. Und ich bin des Lobes voll. Also ein so cooles, so toll geschriebenes Buch habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Ich war sehr, sehr gefesselt. Ich liebe alle Charaktere. Ophelia ist cool, Laura ist cool, die Tanten sind cool. Eine Tante, die ist besonders cool. Das werdet ihr dann schon noch sehen. Da ist klar eine kleine Liebesgeschichte mit eingebaut.
die zwar nicht so ganz im Vordergrund steht, aber schon deutlich mitschwingt. Aber auf jeden Fall grandioses Werk und ich war ganz gespannt auf die Fortsetzung, die ich mir postwendend natürlich dann gleich reingezogen habe, weil die ist erst in diesem August erschienen. Von Sonja Keiblinger, beim zweiten Kuss verwechselt. Und das lese ich euch hier auch mal ganz kurz vor. Was hilft gegen Herzverwirrung und Verwandlungschaos? Für die 16-jährige Ophelia ist die Antwort klar. Ein Schulwettbewerb in den Highlands, nur mit ihrer Zwillingsschwester Laura, ganz ohne verrückte Tanten. Ja, ich denke mir, das lassen wir erstmal, sonst spoilert es, glaube ich, ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall erlebt sie ja einen zweiten Kuss. Was es mit dem ersten Kuss auf sich hat, müsst ihr natürlich auf den ersten Blick verzaubert lesen. Denn ich glaube, da ist der Kuss, der da drin vorkommt, gemeint. Die gehen zusammen, also Ophelia und Laura gehen zusammen zu den Jugend Highland Games und erleben dort ja mit ihren Freunden zusammen Abenteuer. Und da spielen natürlich diese Gabe, diese Verwandlungsgabe auch eine Rolle. Und der Bösewicht, sagen wir mal so, lasst euch überraschen, wer der Bösewicht eigentlich ist. Denn manchmal ist nicht so alles so, wie es zu sein scheint. Vor allem in einer Familie, in der man sich in die unterschiedlichsten Personen und Tiere verwandeln kann. Wer hier wer und wo und wann so ist. Ich gebe ganz klare 15 Punkte, mehr geht nicht. Höchste Punktzahl, die ich vergeben kann für beide Bücher, und eine absolute 100%ige Leseempfehlung. Ich liebe die beiden. Sonja, danke. Echt. Danke für die hammer geilen Bücher. Als nächstes, denn das ist mein dritte Buch natürlich, also naja gut, wenn man die beiden von Sonja als eine Reihe, zur Trilogie übrigens, bewertet, dann ist eben von Jessica Townsend Nevermore, Fluch und Wunde. Das ist das zweite Buch. Das lese ich euch auch mal hier vor. Halte dich bereit, Jupiter North. Wenn Morrigan Crow eines sicher weiß, dann, dass ein Fluch auf ihr lastet und sie an ihrem 11. Geburtstag sterben muss. Allerdings ahnt sie da noch nicht, dass sie in allerletzter Sekunde von dem wundersamen Jupiter North gerettet und nach Nevermore gebracht wird. Und nie hätte Morrigan sich vorstellen können, dort die Bekanntschaft von sprechenden Riesenkatzen und exzentrischen Vampirzwerge zu machen. Doch es warten auch eine ganze Reihe schwieriger Prüfungen auf sie, und außer ihr scheint jeder ein besonderes Talent zu haben. Oder steckt in Morrigan vielleicht nicht mehr, als sie selbst glaubt? Vielleicht mehr, als sie selbst glaubt. Das Mädel wächst mit einem Fluch auf. An ihrem 11. Geburtstag, da steht fest, da muss sie sterben, wegen diesem Fluch. Das passiert eben in ihrer Heimat mit verfluchten Kindern. Die sterben dann.
wie und warum und so, das weiß ich nicht so genau, aber es steht eben fest, es passiert. Ja, und dann wird sie aber kurz davor ganz dramatisch gerettet. Findet sich in neben Jupiter North in Nevermore, in einem, ja, so einem Art Freistaat wieder. Wie und was das genau ist, da müsst ihr das schon lesen, sonst, ja, will jetzt nicht so, zu viel verraten. Ja, die ganze Geschichte spielt nicht wirklich in unserer Realität, aber schon auch irgendwie in unserer Welt. Aber es hat so einen Hauch von Steampunk, aber auf eine ganz Steampunk Fantasy irgendwie. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich mag diese Morrigan Crow sehr gern. Dieses junge Mädel und die Abenteuer, die sie da erlebt. Ich fand es wirklich, wirklich gelungen. Ich freue mich auf die Trilogie. Also es wird ein Dreiteiler. Und das ist hier der erste Teil. Wie es hier weitergeht, welche Geheimnisse noch zu entschlüsseln es gilt. Da müsst ihr es lesen. Ich finde das Cover richtig, richtig toll. Kann man mal machen. Also kann man mal lesen, ja. Ich fand es echt gut. So. Ja, und dann haben wir noch zwei von der Chrissy. Von Chrissy Cattella. Arasis. Das Vermächtnis der Arasis. Die Macht der Zwei vereint. Das ist ein Buch, da freue ich mich schon lange drauf. Der erste Teil war ein absolutes Highlight, hat mir unheimlich, unheimlich gut gefallen. Der erste Teil, ich freue mich drauf, die Chrissy in Frankfurt wiederzusehen, bis Frankfurt. Ja. Da können wir uns mal ein bisschen über deine Bücher unterhalten, hoffe ich. Ich freue mich sehr, sehr. Vor allem, weil es wieder ein cooles Buch von Fehu ist, der Verlag. Und das wird wahrscheinlich das nächste Buch, das ich lesen werde. Ich lese euch das nicht vor. Ich verrate euch nur, es geht um Magie, um die Familie Arasis, um eine Prophezeiung und um Geschwister, die sich verloren haben und wiederfinden. Und deswegen heißt auch eben der zweite Teil die Macht der Zwei vereint. Und ja, sprechende Tiere und viel, viel Magie und Spannung und herrlich, herrlich. So eine unschuldige Liebesgeschichte ist auch noch dabei und herrlich. Einfach, einfach cool. Lest den ersten Teil. Das Vermächtnis der Arasis ist absolut eine richtig, richtig geile Story. Und aus dieser Story ist das fünfte Buch, das ich mir diesen Monat geholt habe. Denn passend zu eben Arasis gibt es so ein kleines Spin-off aus dieser Welt, nämlich eine Geschichte um Argos von Arasis. Das ist nämlich der sprechende Hund der Familie Arasis.
ja, die Suche nach dem magischen Pokal. Und ja, musste sein. So eine kleine Story nebenbei. Ist nicht lange, aber gehört irgendwie einfach dazu. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, das war meine Lesemonat und Neuzugänge aus dem Monat August. Ja, ich hoffe, ich schaffe es demnächst mal wieder, ein bisschen mehr Videos zu machen. Ich will demnächst mal einen Tag machen und ja, vielleicht bringe ich auch mal wieder eine Rezension. Ja, aber als nächstes hoffe ich, schaffe ich den Tag. Ich habe nämlich einen richtig coolen Tag entdeckt, einen englischsprachigen, und ja, den ja, übersetze ich mal und dann werdet ihr getaggt, meine lieben Booktuber. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.